Gerade wenn du am Land aufgewachsen bist, ist es selbstverständlich, dass du jeden Tag in der Früh aufstehst, dass du die Arbeit machst, dass deinen Tieren gut geht, dass du ein schönes Zuhause hast und dass du mit der Familie gut zusammenleben kannst. Ich habe das schon von meiner Urma mitgekriegt, dass wir das sind, die in Generationen denken und stolz drauf sind, wo wir daheim sind. Bei uns am Dorf, da halten alle zusammen. Da wird zusammengearbeitet, wenn es drauf ankommt. Und das sind auch genauso die Leute, mit denen man über alles reden kann. Den Rückhalt, den man von daheim mitnimmt, ist einfach unheimlich aufbauend für meine tägliche Arbeit. Ich war in den letzten Wochen schon viel unterwegs und habe mit den Leuten geredet, was ihnen wichtig ist. Und wenn du vom Land bist, dann verstehst du es auch, um was da geht und was die Anliegen sind. Das Gemeinschaftsgefühl, das habe ich auch schon während meiner Schulzeit am Josefinum mitgekriegt. Das Wissen, dass man nur gemeinsam was schafft, ist einfach gut und das ist auch das, warum man bei der Landjugend mit dabei ist. In den letzten 10 Jahren haben sich für mich einfach unheimlich viele Chancen ergeben, mit denen man so eigentlich gar nicht rechnet. Egal ob als Bundesleiter bei der Landjugend, als Gemeinderat daheim oder mein Job beim Niederösterreichischen Bauernbund. Und dann war es soweit, dass mich unser Landeshauptfrau gefragt hat, wie ich mir das vorstellen kann, bei den Europawahlen zu kandidieren. In dem Moment holte das alles wieder ein, was ich vorher gerade erzählt habe. Du brauchst eine Familie, die da ist für einen, du brauchst Freunde, die einen unterstützen und du brauchst ein Team, das hinter einem steht. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und ich freue mich, dass ihr mich auf meinen Weg begleitet. Geben wir am 26. Mai bei der Europawahl Alex Bernhuber unsere Vorzugsstimme.